Servus liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Spielwiese Deluxe on Tape. Am Mikrofon natürlich wie immer euer Paranoise und mit dem Langzeitprojekt von Wer wird Millionär Part 9. Neues Jahr, neues Glück und in diesem Sinne euch allen ein frohes und gesundes neues Jahr 2021. Es wird jetzt auch ein paar kleinere Änderungen geben. Als zum einen, dass ich jetzt nach dieser Folge von On Tape eine kleine Winterpause einlege bis einschließlich 17. Januar. Einzelheiten findet ihr, wenn ihr da oben auf das i geht. Da habe ich ein kleines Info-Video für euch vorbereitet mit einem kleinen Jahresrückblick. Aber für heute werden wir erstmal nochmal meine kleinen grauen Zellen strapazieren. Beim letzten Mal hat mir der Punsch eine dermaßen... dermaßen blöde Strich durch die Rechnung gemacht. Mein Deutsch ist wieder ganz klasse. Aber naja, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Eingerissener Mensch ist geulgt, gewitzt, gekichert, gelacht. Gewitzt. Heide Witzka. So. Blöde Flasche. Wie heißt die wohl bekannteste deutsche Teenager-Zeitschrift? Die Bravo. Nur echt mit Dr. Sommer. Habe ich früher aber eigentlich nie geguckt, nie gelesen gehabt. Ich habe damals so die Digimon-Comic-Hefte gehabt. Was ist die Vorstufe zu einem neuen Verkehrsweg? Posse, Trasse, Tusse, Brasse. Trasse? Klar. Tusse ist was ganz anderes. Woher stammt das Gulasch ursprünglich? Der Ungarn. Das wird auch richtig urtraditionell dort auf so einen riesen Kessel gemacht, in so einem riesen Kessel über offenem Feuer. Und ich glaube, das bleibt dann mindestens 10 bis 12 Stunden so. Das ist so klasse. Wie hieß der Sommerhit 2001 von Dante Thomas? Miss Texas, Miss California, Miss Florida, Miss Massachusetts. Kenne ich, Miss California. Sehr cooler Song. Den werde ich aber jetzt nicht singen, weil sonst kriege ich gleich einen Strike von YouTube. Die haben jetzt seit heute wahrscheinlich einen Upload-Filter und ich weiß nicht, wie die das jetzt handeln wollen. Aber wer weiß, ob man dann die... Ich hoffe, dass wir dann diese Videos weitermachen können. Wer kümmert sich um die Vergabe von Studienplätzen? GEZ, GZSZ, EPO, ZVS. EPO, das ist doch so eine verbotene Substanz. GZSZ, ja, läuft bei RTL. GEZ ist jetzt die Rundfunkgebührenzentrale oder irgendwas heißt. Das müsste die ZVS sein. Zivilverband für Studienplätze, keine Ahnung. Das war jetzt einfach ein klassisches Ausschlussprinzip. Ich habe zwar Fachabitur, aber ich habe nicht studiert. Ich habe ganz klassisch Ausbildung gemacht. Welches Land verbirgt sich hinter dem internationalen Kfz-Kennzeichen G? Georgien, Gabun, Griechenland, Großbritannien. Griechenland ist GR. Großbritannien ist GB oder auch GB Kriminalpolizei. Gabun, glaube jetzt nicht. Das müsste Georgien sein. Wie bitte? Ja. Dann schreibt mir doch bitte in die Kommentare, was das Kfz-Kennzeichen von Georgien ist. Ging doch so geil los. Na dann, Bonusrunde. Was schmeckt am liebsten gegrillt? H
Hamburger. Vielleicht gibt es auch Berliner, die gegrillt werden, ich weiß nicht. Was ist laut Bibel seliger als nehmen? Geben. Geben und nehmen. Die erfolgreiche RTL-Serie heißt Hinter Dupfingen. Hinter den Sieben Bergen, ne? Hinter Gittern. Mit Kathi Kahnbauer, ja. Die hat die Walter gespielt. Also meine Mama hat das damals ziemlich gern geguckt. Also ich fand es ja auch. War aber fast schon eine Spur zu brutal. Der eigentlichen Wortbedeutung nach ist ein Trapper ein Anhalter, Fernfahrer, Ausflügler, Fallensteller. Trapper. Anhalter nicht, das ist ein Tramper. Trapper, Ausflügler. Fallensteller? Manchmal kommt da echt schon in der untersten Ebene schon schwere Fragen hier. Was ist der große Arber? Fluss, Berg, Greifvogel, Turnübung. Das ist ein Berg. Der ist bei mir in der Nähe. Den habe ich sogar, glaube ich, einmal bestiegen. Was heißt bestiegen? Ich bin mal hochgewandert. Kann ich euch empfehlen, das ist eine sehr schöne Gegend da oben. Wie heißt die Autobiografie der Leichtathletin Heike Drechsler? Seitensprung, Kopfsprung, Weitsprung, Absprung. Ja, Heike Drechsler kenne ich. Kopfsprung, Seitensprung. Absprung? Oder Weitsprung? Moment. Ja! Seitensprung, das wär's doch gewesen. Ja, wer weiß, vielleicht wollt's was für... Vielleicht war sie ein bisschen anderweitig unterwegs. Nicht ganz seriös Nebengewerbe. Aber egal. Die Tochter des Königs Agenor in der griechischen Mythologie heißt Asia, Amerika, Europa, Afrika. Europa? Das ist die einzige, die mir jetzt da was sagt. Stimmt. Ja. Aber für was das die Göttin war, weiß ich nicht mehr. Aber egal, ich hab's gewusst, Gott sei Dank. Wie heißt dein Arzt in der TV-Serie Emergency Room? Dr. Greeny, Dr. Bluey, Dr. Blackie, Dr. Brownie. Oh, ah, dies. Oh Gott, die Sendung habe ich schon ewig lang nicht mehr geguckt. Aber damals war die, glaube ich, schon sehr angesagt. Dr. Brownie, glaube ich, ist es nicht. Soll ich es probieren? Ich glaube, ich meine, es war Dr. Greeny. Aber ganz sicher bin ich mir nicht, aber das ist mir jetzt wurscht. War da doch was ein letztes Fitzelchen in meinem Gehirn? Bin ich froh, dass ich da keinen Joker verballert habe. Wer wurde mit Graffiti Art berühmt? Keith Moon, Keith Jarrett, Keith Haring, also Keith Carradine. Ah, ich glaube, da bin ich mir jetzt doch ein klein wenig sicherer. Keith Haring. Da habe ich doch was gehört. Ich glaube, kam der nicht aus Großbritannien oder so? Ja! Der Bruder heißt Matthias oder sowas, oder wie?
Uiuiui, aber es sieht sehr gut aus. Was ist der Parnass? Kopfbedeckung, Kunstteppich, Kirchturm, Kalkgebirge. Aber jetzt habe ich echt null Ahnung. Absolut null. Und es wird wahrscheinlich daraus hinauslaufen, dass ich jetzt einen Joker brauche. Kopfbedeckung, Kunstteppich, Kirchturm, Kalkgebirge. Keine Ahnung. Telefon bitte. Obwohl der mich jetzt wahrscheinlich wieder sauber im Stich lassen wird. Komm, sag ich's und schon passiert's. Ja, wunderbar. Dann hilft nichts, ich muss das Publikum fragen. Natürlich schon. Auch nicht viel besser. Ja. Mini-Mehrheit sagt D. Bis jetzt haben sogar die kleinen Mini-Mehrheiten richtig gelegen. Dann nehme ich jetzt einfach mal das Kalkgebirge, A, weil ich keine Ahnung habe, und B, falls es nicht stimmt, kann ich denen das in die Schuhe schieben. Ja. Also das Publikumsjoker ist da echt hilfreicher als der Telefonjoker. Also für den Fall, wenn es jetzt in die nächsten Runden gehen würde, muss ich jetzt dann schauen, dass ich den Telefonjoker ziemlich früh einsetze. Dann schauen wir mal. Ah, welcher Name steht nicht für ein Pokémon? Raupi, Mewtwo, Pingu, Pikachu. Ja, das ist ja... Das ist doch eine 50-Euro-Frage. Pingu! Nerd, nerd! Aber Pingu habe ich als Kind mega geliebt. Auf jeden Fall. Alter, soll das ein Witz sein? Das ist ja wie das letzte Jahr. Eine Achterbahnfahrt der Gefühle, oder was? Huiuiui. Vier Fragen noch. Was ist der Manul? Kleinkatze, Fluss in Sibirien, Filzmantel, indisches Parlament. Ui. Der Manul. Das klingt indisch. Es klingt indisch. Aber ich habe Angst zu antworten. Manul. Fluss in Sibirien. Kleinkatze glaube ich nicht. Kleinkatze glaube ich nicht. Das ist Filzmantel. Glaube ich auch nicht. Soll ich zocken? Sibirien ist ja in Russland. Ich kenne halt da nur die Wolga, aber die läuft, glaube ich, nicht durch Sibirien. Kann aber auch sein, dass das auch ein Fluss ist. Aber ich weiß nicht. Ich habe eine Mini-Tendenz zu indisches Parlament. Ich will den 50-50-Joker aufheben. Aussteigen will ich auch nicht. Na, dann hilft's nicht. Ich muss D nehmen. Puh. Wie? Fickt euch, ihr Katzen! Fickt euch! D.
glaubst es. Ja. Was soll ich sagen? Wir gehen in die Winterpause ohne 1 Million Euro. Das heißt, damit geht es jetzt dann nach der Winterpause weiter. Aber ich kann euch beruhigen, solltet ihr währenddessen nach Videos dursten, könnt ihr einfach hier meine blöden Finger. Guckt einfach da vorne rüber. Ne, so. Wir blenden es jetzt einfach mal ein. Ich habe jetzt hier dann ein paar Playlisten für euch. Und dann könnt ihr euch dann in aller Ruhe austoben, falls ihr doch mal ein bisschen durstet. Einmal hier meine anderen Folgen von Wer wird Millionär und auch mein Live-Archiv. Dann bedanke mich sehr herzlich bei euch fürs Zuschauen und auch für eure Treue. Und wir sehen uns dann am 18. Januar frühestens wieder. Aber ich werde euch davor auch nochmal berichten, wann jetzt dann was kommt. In diesem Sinne, haut rein, macht's gut und bleibt gesund. Und bis nach die Winterpause. Bye bye, euer Paranoise.